Detektive sind normale Bürger. Im Gegensatz zur Polizei haben sie keine Sonderrechte. Das hat für die Arbeit eines Detektivs Vor- und Nachteile. Erstens, Vernehmung. Die Polizei kann verdächtige Personen zwingen, aufs Polizeirevier zur Befragung zu kommen. Detektive dürfen das nicht. Gibt sich ein Detektiv als Polizist aus, macht er sich sogar strafbar. Aber Detektive dürfen einen Verdächtigen in der Öffentlichkeit beobachten und belauschen. Und Detektive können sich zum Beispiel als Paketbote verkleiden und an der Tür des Verdächtigen klingeln. So kann der Detektiv etwas über eine verdächtige Person herausfinden. Zweitens, Verfolgung. Die Polizei darf mit Blaulicht einen Verdächtigen verfolgen. Der Detektiv dagegen muss sich an die Verkehrsregeln halten und darf zum Beispiel nicht über eine rote Ampel fahren. Die Polizei aber braucht die Erlaubnis von einem Richter, um einen Verdächtigen zu verfolgen. Ein Detektiv arbeitet davon unabhängig. Drittens, Durchsuchung. Die Wohnung eines Verdächtigen auf Spuren untersuchen darf ein Detektiv nicht. Das wäre wie ein Einbruch. Der Detektiv darf auch kein Abhörgerät in der Wohnung verstecken. Wenn die Polizei die Erlaubnis hat, darf sie das alles und in der Wohnung eines Verdächtigen nach Beweisen suchen. Oft können die Hinweise, die ein Detektiv liefert, dabei helfen, einen Verdächtigen bei der Polizei zu überführen.